Hallo liebe Community, Familie und Zuschauer, ich bin's wieder, Gibbelkuh mit der neunten Folge von Medieval. Wir gehen in das schlafende Dorf. Mal gucken, was uns da erwartet. Einzulieben. Tothaft, ja genau. Das ist die Stadt jetzt. Sie ist tot. Na toll, ich werde hier beschossen. Und das mit so wenig Leben. Der Meister beherrscht die Dorfbewohner, tut ihnen nicht weh. Aber den Wachen, die sind auf der Suche nach einem Machtobjekt. Okay. Aber es sind mal hier in der Kirche. Hier stand einst ein Kruzifix, doch der Bürgermeister nahm es mit. Findet Ersatz und seht, wie die Kirche aussehen sollte. Okay. Erstmal voll healen hier. Das geht ja hier gar nicht. Ja, bitte. Schlüssel wird vom Brunnenwasser oben gehalten. Ihr müsst. Ich versuche hier kein Mehl zu tun. Ah, das war's. Eine Keule. Morgen ist der 13., ne? Gott sei Dank, ich dachte, ich hätte jetzt schon... Büste von Herrn Haxe. Wird vom Trollkopf.
und tschüss. Haut ab! Oh, ist das alles so anstrengend hier im Dorf? Nein! Mach mich nicht, ich gehe ja schon. Los, Leute! Stellt alles auf den Kopf! Wenn wir das Schattenartefakt nicht finden, lässt uns Zarok die nächsten 1000 Jahre bei den Dämonen versauern. Okay. Nee, hier ist nix. Schmiedejournal. Der alte Willy Green aus Gallows Town wurde von unseren Lesern zum Schmied der Saison gewählt. Aha. Seine hervorragenden Gussformen sind schon viele aufwendige und robuste Eisenwaren und Skulpturen entstanden. Willy verwendet nur die besten Materialien und ist besonders für sein... Ich habe doch diese komische Büste. Klappt nicht. Nein, da steht will ich nicht. Schmiedejournal. Der alte Willy Green aus Gallows Town wurde von unseren Lesern zum Schmied der Saison gewählt. Aus seinen hervorragenden Gussformen sind schon viele aufwendige und robuste Eisen. Auf und ab. Ich weiß nicht, was das bringen soll. Mal später gucken. Hier geht's nicht weiter. Sorry. Du hättest mir nicht auf den Sack gehen dürfen.
auch nicht weiter. Auch nicht. Hallo, wo geht's hier weiter? Irgendwas mit der Schmiede. Oh. Ich verstehe das nicht. Schmiedejournal. Der alte Willie Green aus Gallows Town wurde von unseren Lesern zum Schmied der Saison gewählt. Aus seinen hervorragenden Gussformen sind schon viele aufwendige und robuste Eisenwaren und Skulpturen entstanden. Okay, ja. Willie verwendet nur die besten Materialien und ist besonders für seine prunkvollen Büsten bekannt. Alte Whaley kommentierte die Ehrung. Tja, am Blasebalg bin ich einfach nicht zu halten. Auf den Rhythmus kommt's an. Auf und ab. Auf und ab. Mich haben schon immer die Geschichten von Stanley Eisenhower inspiriert, dem größten Schmied aller Zeiten. Also, auf und auf und ab. Verstehe das nicht. Mir schmiedet einfach nicht klar. Ich komme nochmal hier um. Auch nicht weiter. Mir auch nicht. Wie geht's hier weiter? Das ist die größte Frage. Kirche kann ich eh nichts machen. Das kotzt mich jetzt leicht an. Aber nur leicht.
nehme jetzt die Chaosbohne. Da rein. Gallomers Geschichte, Band 1. Boah. Der finsteren und noch nicht allzu fernen. Gallomers Geschichte, Band 2. In Gallomer. Gallomers Geschichte. Gallomer Reiseführer Teil 1. Gallomer. Gallomer Reise. An alle, die es betrifft. Ich bin in Eile. Zaroks Männer werden bald hier sein. Ich habe das Kruzifix aus der Kirche genommen. Es ist der Schlüssel zu einem Schlüssel. Mhm. Ich habe das Kreuz für diesen Abguss benutzt und es dann zerstört. Ich hoffe sehr, der Guss fällt einem Gerechten. Guten Hin, ja, ja. Helden der Geschichte. Eine Retrospektive. Kapitel 1. Stanya Eisenhower war nicht nur der stärkste Mann aller Zeiten, sondern auch als Schmied unübertroffen. Ja, ja. Er schlug mit der gleichen Begeisterung auf seinen Amboss wie in der Schlacht den Gegnern die Schädel ein. Man sagt, er hätte nur eines gefürchtet: das Ende der Dorfschmiede als Mittelpunkt handwerklicher Fertigung zugunsten zentralisierter Einheiten. Lächerlich. Okay. Jetzt müsste ich zur Schmiede. Nein, Fenster, du bleibst an. So. Jetzt ach, Inventar öffnen, okay. Er schmilzt langsam. Hallo? Geht doch. Meine Fresse. Ab zur Kirche. Durch Gallomer habe ich viele geheimnisvolle und zauberhafte Dinge gesehen. Doch am allermeisten erschreckte mich die Entdeckung der Gruft der Schattendämone. Der Schlüssel zu ihrem feuchten Kerker. Das Rätsel hat... Naja, okay.
Warte, da geht's auch noch lang. Sehr schön. Nein, ich will nicht baden gehen. Da komme ich nicht rein. Wo soll es denn wohl sein? Sieht wie ein Kanonenlauf aus. Auch meine Nase. Oh shit, ja, meine Nase juckt. Mach die Tür auf hier. Wo könnte ich noch lang? Warte mal, Heubein, auf da. Aufs Dach. Ja, ich bin schon Schornsteinfeger. Okay. Gib mir mehr Geld. Kriege ich eine von den Rüstungen? Ne? Scheiße. Ne. Das Tor geht auf. Ich gehe nach Hause. Bimmelrabammelrabum. Ernsthaft, 95% haben mir noch gefehlt. 5%. Fangt diesen gierigen Geschäftemacher, den Bürgermeister. Bringt ihn ins Anstaltsverlies. Verpasst ihn. Ich bräuchte, ja. Hallo? Ist hier jemand? Ne? Gut. Keiner. Passt perfekt. Damit kann ich auch die 9. Folge von Medieval beenden. Und dann sage ich wie immer, danke fürs Zusehen, Zocko, ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Germanico ist raus. Kurz und schmerzlos, Leute. Links auf der Säule die letzte Folge des Projekts. Rechts auf der Säule ein anderes Projekt. Schaut da mal rein. Und was Erik in den Schnabel hält, ist mein Kanal. Lasst mir was da. Und Jelly kommt da auch schon angeflogen mit. Ein Kanal, den ich euch ans Herz legen will. Schaut da mal rein. In dem Sinne, zockt gut, ciao, bis zum nächsten Mal.